Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms 3D. In der letzten Folge haben wir das Training absolviert und jetzt geht es erst richtig rund. Jetzt machen wir nämlich die Kampagne, auf der wir uns hier so gefreut haben, ich jedenfalls. Und ja, wir beginnen mit der jüngsten Tag und ich muss jetzt nochmal zurückgehen und hier reingehen. Weil der Text immer automatisch scrollt. Es ist soweit, der Sturmangriff auf den Strand geht los. Zerstören Sie den Feind, bevor die Hauptstreitkräfte landen. Sichern Sie Ihren Strand, machen Sie sich auf den Weg ins Innere des Landes. Solange der Feind den höheren Lagen beherrscht, ist er im Vorteil. Halten Sie Ausschau nach Lieferungen aus der Luft und hauen Sie endlich vom Strand ab, sonst gibt es ein Blutbad. Okay. Sehr gut. Boah. Jetzt geht es erst richtig los. Kommen da jetzt nur Kämpfe oder kommen da alle möglichen Sachen? Werde ich ja sehen. Ach, boah. 17. Juni. Warmaha Beach. Ist das schon? Das sind jetzt die letzten Truppen der ersten Welle. Wenn sie scheitern, werden ihre Kumpels von Hauptlandetruppen an den Stränden niedergemetzelt. Was? Das darf nicht passieren. Was, einer von uns? Ist das schon wieder eine Anlehnung an den D-Day? Das ist schon die zweite in meiner Let's Play-Karriere. Kann doch nicht sein. Wie soll ich denn da hochkommen, ey? Was haben wir überhaupt alles für Waffen? Ja, man sieht auf jeden Fall, hier ist die Story. Ich gucke erst mal, ob ich da in die Mitte rein kann. Ich will lieber da hochgehen. Er packt mich schon wieder in die Neugier. Ist da drin vielleicht was? Nein, nicht die. Vielleicht ist ja dann Eingang oder so. Keine Ahnung. Fritz betrachtet was? Mein Gott, die haben alle 30. Die sind ja voll die Elite-Truppe. Ich meine, na klar. Und sonst. Hier hinter der Tür ist anscheinend nichts. Ich will natürlich nach Geheimnisse ausschalten. Aber geht anscheinend nicht. Hier liegen eine Menge Minen. Ich gucke mich da hoch. Komme. Warte, nicht ins Feuer. Okay, da kann man hochklettern, aber das ist ganz schön riskant. Hier. Wie? Hab ich jemanden getroffen? Boah, sehr gut. Ich bin verletzt. Und da geht er hin. Sehr schön. Fritz ist lang begraben. Ab auf einer Lieferung steht vor. Okay, die schnapp ich mir. Der war gut. Ja, warte du. Wie? Meine, das ist meine. Okay, sehr verlockend. Hier ist sogar in der Nähe. Ist ja perfekt. Den schnapp ich mir. Sagte er, als er die Bahn betretete. So, dann gehen wir mal. Gucken, ob ich irgendwie da hoch kann. Sieht irgendwie nicht so aus. Ja, da falle ich wieder darunter. Ja, jetzt wird so nichts. Weißt du was? Hier. Springen wir einfach den Weg da hoch. Wo bin ich? Da. Ich komme euch da hoch. Ich habe euch doch so nie im Leben. Los, spring da runter. Oh nein. Okay. Ich wollte schon sagen. Ja, mit einer Bazooka schießt habe ich irgendwie eher Angst.
Oh Gott, er ist mitten im Wasser. Die Felswand hochkommen. Top Anwendungen. Ah, okay. Jetzt kriegen wir was damit war. Ja, ne. Okay, ich habe aber nichts. Da sollte ich vielleicht nicht durchgehen. Ja. Okay. Ich möchte das Ding da aufsammeln. Warte mal hier. Jetpack. Boah, geil. Okay, sollte man SAP oder was? Boah. Oh, schlimmste Stunde hat geschlagen. Gerade so verlockend. Aber ich habe gar nichts, verdammt. Sehr gut. Der lebt noch? Ich wollte schon sagen. Er bleibt unvergessen. Olaf Gunther macht einen kalt. Was? Ja, genau. What? So fragt er nicht Bob. Ja, haben wir hier was? Ja, das sieht so verlockend aus. Ich möchte mich so nach oben bohren, irgendwie. Ich voll dämlich. Ja, ne? Obwohl, wollen sie nicht so schnell. Da sind schon zwei hier oben, na? So, meine erste Granate hat ja auch funktioniert, also hier, nimm das. Das ist zu weit. Naja, fast. Wie Heinz. Ich habe auch einen Hans. Na Quatsch. Karl Hans, nicht Karl Heinz. Ich habe die gleichen Grabsteine wie ich. Also wie meine Würmchen. Wo geht der hin? Ich würde sagen, da oben sind zwei Stück, ne? Und er kümmert sich lieber um die da unten. Hat. Wupp, wupp, wupp. Es sind schon vier hier oben. Drei. Pff. So. Ja, super. Treffe ich nicht. Ich will da wieder hoch. Der hat keine Probleme. Komm, geh da hoch. Ich will dich da oben haben. Weiß man nicht viel Zeit davon, aber ich möchte die da oben haben. Kann ich nicht mehr. Ich möchte ein geiles Siegesbild haben am Ende. Wollte ich wieder zu viel haben. Ich wollte, dass die am Ende hier so alle gezeigt werden. Aber wird wohl nichts. Also direkt um, anstatt direkt um die Ecke zu gehen und auf mich zu ziehen, hat er so einen Skillshot, ey. So. Du landest jetzt aber da oben. Ja, du führst jetzt meinen Plan fort. Entdeckung, Alter! Dich. Oh Mann, das ist nicht gut. Jetzt wird der nämlich getroffen. So, und jetzt du. Mitten in die Fresse.
Der ist beinahe da runtergeflogen. Sehr gut. Bunt verkloppt, verschwendet eins. Nein. Wir stehen gerade also schön hier. Ja, Mann. So, und jetzt den hier. Mitten in die Fresse. Sehr schön. Was für ein Bild. Cool. Man wird ja endlich kapieren, dass man dafür einen Schlüssel braucht. Genau den da. Da kriegen wir auch noch eine rein, ne? Der jüngste Tag. Und wir haben Dings bekommen. Eine Trophäe, Bronze. Keine Ahnung, warum. Je nachdem, wie schnell man das macht oder was, keine Ahnung. Kisten Ahoi, was ist das denn? Die Knechte von Bauer Boogie Pete haben tatsächlich unsere Geheimnisse Wunderwachstumsmittel in ihren schmutzigen Pfoten bekommen. Es wird auf einen nahegelegenen Insel in einer äußerst praktischen Kiste gelagert. Der habgierige Bauer hat doch tatsächlich vor, unsere Geschäfte mit überdimensionalen Fleisch und Gemüse kaputt zu machen. Nun liegt es an ihnen, an der Karotte zu packen und seine finsteren Pläne zu durchkreuzen. Wachsen sie über sich hinaus und holen sie sich diese Kiste. Okay, mach ich. Machen wir direkt weiter. Unkommentiert. Obwohl ich die ganze Zeit kommentiere. Wir haben, glaube ich, die Level wieder bekommen, ne? Ohne Herausforderung. Weiß ich jetzt nicht. Habe ich einfach so gelesen und aufgenommen, ohne mir zu merken. Ja. So wie in der Schule damals. Okay. Hier doch nichts über... Okay, Garten. Ich liebe den Sommer. Da muss ich mir die Kiste holen. Was ist der Plan? Holen Sie sich den Jetpack und dann die wichtige Kiste. Oh. Bereit, los. Kein Ding. William Orbs, bereit zum Losschlagen. Ach, das ist unser, okay. Das ist ja Rainer. Da haben wir ihn alles. Ja, einfrieren, was? Ellen. Hey, Ellen, na? Ich finde doch nicht meine Zeit mit dir. Direkt dahin. Ein Balken, okay. Ich gehe jetzt einfach schnell da hinten. Wir sind nur so zweit, sehe ich gerade. Komm ich da auch so rüber, hallo? Wow, der war gut. Oh, was? Das hat eine Spinne. Ich habe sogar einen getötet, ich fasse es nicht. Aber wir kämpfen gegen die Bad Boys. Wie bad sind die? Was? Nein! Nein, nein, nein! Boah! Den bringe ich um. Boah, Schocker! So, ganz schnell. Suchen Sie Deckung, der ist auch gut. Diese Stimme aus dem, was weiß ich. Ich will mal versuchen, ob ich eine bessere Wertung bekomme. Also mache ich das so schnell wie möglich. Das schaffe ich auch so, ne? Das war knapp. Ja. Boogie Pete, nimm das. Du müsst doch tot sein, oder? Komm schon. Komm schon. Damit haben wir schon zwei erledigt.
Was ist das denn? Klar, dass man nicht erst schießen kann und sich dann bewegen kann, so wie bei Curia Chronicles. Na egal. Hilfe! Wow! Ach, die Kamera. Ich hätte mich nie daran gewöhnt, dass das alles verdreht ist. Komm schon, zwei Runden. Wenn ich dafür nicht Gold oder irgendwie sowas bekomme. So, unendlich mein Jetpack. Vorsicht und viel Glück. So, wo ist er? Da. Das hol ich mir. Das schnapp ich mir. Boah, Rekordzeit. Wenn ich jetzt nicht Gold bekomme oder irgendwie sowas, ne? Silber? Wie Silber? Aber ist auch gut, oder? Kein Geheimnis. Verdammt. Das sieht eher aus wie Platin. Ach, komm schon. Ich habe aber gar nichts bekommen. Na gut. Grabsgefahr. Auf diesem Friedhof liegen einige besonders wohlhabende Leichen begraben. Zusammen mit ihren Wertsachen ist es nur in einer Zeit, dass diese Schätze geborgen und an alle verteilt werden. Sie sind genau der richtige Wurm für die Aufgabe, aber passen Sie bloß auf. Nur vier der Gräber bringen Reichtum, andere nichts als Verderben. Okay. So muss ich jetzt einen auf Grabräuber spielen. Vor allem wir sind doch eigentlich unter der Erde beheimat. Ja, ignoriert, das ist ganz schön ruhig. Warum geht denn der erste Satz immer so schnell weg? Welcher Gräber könnte wohl den Schatz bergen? Wenn Sie das falsche Grab öffnen, erleben Sie die Hölle. Fangen wir am Anfang an. Ohne das richtige Werkzeug geht gar nichts. Hör ab, Klo, geil. Okay, William Orton, du schaffst das schon. Ich sammle erstmal alle Kisten hier ein. Schwimmt Dynamit oder so drin, ne? Ne, Granaten. Um ein Grab zu schaufeln, wollen Sie gerade mit langer Explosionsfeuer und bringen Sie ins Zentrum des Grabes. Sorgen Sie dafür, dass sich da blablabla befindet. Er zoomt gerade an das heran. Vielleicht sollte ich mal das versuchen. War ja direkt vor der Toilette das. Versuchen wir mal das. Schaffe ich nicht. Das sehe ich doch von hier aus. Ja. Vorsichtig. Ich muss schon sagen, wenn ich da an der Wand abprallen, ne? Guck mal erstmal, wie viele Versuche wir überhaupt haben. Einer. Weil ich, wenn ich irgendwie so geheime Räume betrete oder so, habe ich dann irgendwie halt freigeschaltet. Ich weiß das nicht. Oder nicht, wie ich in der ersten Level irgendwas freigeschaltet habe. Ich nehme an, automatisch, ne? Nur Granaten. Yep. Und hep. So, das hier, ne? Versuchen wir mal, das aufzusprengen, da wird schon was Richtiges drin sein. Jetzt hätten die ja nicht da dran gezoomt, oder? Oh Gott. Gut. So, zwei sind hier noch. Möp. Wenn wir nicht einfach eine Bazooka geben, ja, mit der Bazooka hat Granat, hat Grab aufschließen. Hat auch einer eine Waffe. Also ich.
Was? Aha! Ja. Ist ja noch umständlicher. Wegpacken. Oh mein Gott, ist das eine Brücke. Da möchte ich mal jemanden irgendwie drauf laufen sehen, ne? Würde sehr komisch aussehen. So. Das könnten wir schon mal alle Granaten. So. Springen wir mal das hier auf. Das hier war doch, ne? Was ist hier, ne? Ist er wohl drin sein mag? Oh je. Was denn? Vorsicht. Was denn? Nix. Okay. Also mal nächste. Ist er wohl drin sein mag? Oh geil. Ein Schatz. Wow, 5 Leben. Springt einfach hier wie blöd auf. Was? Entsetzlicher Fluch. William Orm ist erkrankt. Was? Nein, jetzt brauche ich aber ganz schnell so ein Heilungsding. Hilfe! Komm schon. Oh, ich wurde geil. Sehr gut. Komm ich immer noch Schaden? Nee. Ich habe über Wompedia mal gelesen hier. Oh, geil. Wie? Was ist das denn? Hilfe. Keine Ahnung. Weiter. Glaube ich eigentlich nur 3. Ich glaube nur 2 oder so übrig, ne? So. What? Was ist das denn? Oh mein Gott. Noch das hier, ne? Oh Gott. Oh, jedes Mal. Ja, muss ja aber, ja. Glückwunsch, gut gesäubert. Geräubert. Und jetzt weiter. Keine Ahnung, wenn ich irgendwie nicht die richtigen 4 ausgewählt hätte, dann. Also am Anfang hätte ich vielleicht irgendwie was Gutes bekommen, ne? Oh, Silber. Okay. Kann man denn sehen, was man machen muss? Egal. Na gut, haben wir schon mal ein paar Level irgendwie in dieser Folge hier geschafft. Sehr gut. Würde ich sagen, wir machen weiter in der nächsten Folge von Let's Play Worms 3D. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss bis zur nächsten Folge.